So, wir kommen zurück zu Backrooms. Wir wurden auseinandergerissen und sind jetzt irgendwo. Dürfen wir jetzt rennen oder nicht? Oder? Ja, da ist nichts. Einen Moment. Sofort wieder. Ich mache auch kurz meine Fenster zu. Ich habe glücklicherweise schon einen Ausgang gefunden. Ja. Toll. Ich weiß nichts. Ich bin aber irgendwo eingegangen, aber wir war ein Riesenraum mit Säulen und dann ist das schön umschaut. Ja, den Riesenraum mit Säulen bin ich gerade. Hier geht's aus dem Wasser raus? Muss man aus dem Wasser raus? Nee. Also der große Raum mit Säulen, da ist Wasser. Der Excuse me war jetzt vorher gerade wieder vorbeigegangen. Da ist ein großes Viereck mit ganz viel Dunkel. Na, meins ist heller. Das ist nämlich ein Held, das ist der große Raum. Da geht dann ganz in der Ecke ein Stier mit her. In einen ganz komischen Raum. Da geht ein Stier auf und tut das Exit. Ich bin auch in einem komischen Raum, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe Angst, rauszugehen, eine Excuse. Bei mir geht eine Leiter. Man will auch eh nicht rein wegen Excuse me. Bei mir geht eine Leiter runter in ein schwarzes Nix. Nee, da stirbst. Das habe ich auch schon gesehen, da stirbst. Dann geh ich mal in die andere Richtung, Leute. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? 10.000 Türen. Vielleicht muss sie das einen eigenen Ausgang finden. Ja, wir müssen glaube ich alle gleich sein. Glaube ich nicht. Da geht's nach. Ich bin auf jeden Fall geduckt. Aber das ist jetzt wie das erste Level. 1000 Millionen Wege. Ich bin auf jeden Fall geduckt und schau mal im und schau genau auf die Tür, wo man reingekommen ist. Bei der Weiten. Wenn ich an sie schreie. Excuse me. Da rennt einer. Okay, das ist der Thomas. Ich habe den Thomas gefunden. Ich habe ihn nie gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Weiß aber nicht, wo wir sind. Ja, wenn man da nach hinten geht, kommt man dorthin, wo irgendein komischer Raum ist. Ja, also ich bin aus der Richtung gekommen, wo ich jetzt gucke. Aus der Richtung bin ich gekommen. Das Lustige ist, es gibt Karten. Waren wir da drinnen schon? Ey, da ist ein Raum mit großen Säulen. Gehen wir mal. Da ist der Chris, oder? So, bevor der Excuse-Me-Typ kommt. Chris, bist das du? Fick dich. Das ist Excuse-Me. Wann hat man die aus der Welt ausgegangen? Wann hast du gesehen? Oh, Autobahn. Bin ich schon rausgegangen. Jetzt sind wir wieder da. Das kenne ich auch. Da vielleicht doch einen anderen Ausgang, oder wie? Stay in the line. Was? Jetzt sind wir wieder da. Warte mal, schauen wir mal in den Raum. Warte mal. Ja, eins war der Raum. Von 37 kommen wir gerade. 94 geht nicht. Ja, da muss ich auch mit reingehen. Warte mal kurz. Wir haben noch immer. Hey, okay. Das ist komisch, der Computerraum. Wir haben noch immer nichts Snacks. Oh, hier! Um unsere Unternehmen zu schützen, haben wir Sperrgebiete in Hochsicherheitsmodus versetzt. Möchten Sie gesperrte Bereiche freischalten? Ja. Ausführen. Sie haben die Hochsicherheitstore entriegelt. Seien Sie vorsichtig, denn niemand ist befugt, Rettungsaktionen durchzuführen. Okay. Okay. Und jetzt? Keine Ahnung. Geht der Fahrstuhl auf? Nein. Hä? Sind wir doch falsch ausgegangen? Ey, Chris, komm mal hier hin. Hm? Hier liegen so viele von diesen
Strichen da auf dem Boden. Wie viele von diesen Strichmännchen-Monstern sind denn da zerpflückt auf dem Boden? Da ist eins. Hier liegen noch zwei. Ich glaube, das ist auch Zaun gemischt. Also Zaun kann sich fusionieren. Auf jeden Fall, das im ersten Level, das war ja so ein Strichmännchen-Ding, oder nicht? Ja, das hat sich fusioniert. Das sind drei. Gut, dann das hat funktioniert und das hat alle gefressen. Dann müssen wir schauen, welche Tür das ist. Oder kann man nicht bleiben, ne? 94 nicht. Was? Da. Da, 37. Ja, von da sind wir gerade gekommen. Aber es gibt. Ja, und von 1 war das erste, ja. von dem, was wir gekommen sind. Vielleicht gibt es dann doch einen anderen Ausgang und das war nur der Ausgang da heraus. Keine Ahnung. Also sagt die Tür daneben? Ja. Ich glaube, es gibt einen anderen Ausgang, Michi. Weiß ich nicht. Wir müssen die auf den anderen Ja, die anderen Türen gingen ja, glaube ich, nicht auf. 3999, was ist das denn? Hier ist eine unsichtbare Wand, hier geht's gar nicht weiter, wo ich bin. Wir sind am Ende, wir sind im anderen Ausgang, also zum kompletten Ausgang. Weil wir auf der anderen Seite nur eine einzige Kacktür ist, ne? Ja. Und du kannst nichts machen. Außer irgendwie die Türen öffnen, aber irgendwie öffnet sich ja nichts. Gut, das heißt, es ist ein anderer Ausgang. Ja, jetzt haben wir runtergebrennt. Alter, was für ein Scheiß. Ich laufe jetzt einfach so durch, ist mir scheißegal. Wenn der Excuse Me-Typ mich kriegt, müsst ihr das zu alleine zu Ende machen. Ich kann immer sprinten, habe ich jetzt gesehen. Geh mal hier rechts. Kommt man denn hier rechts hin? Ja, geh aus der Osten, du. Ich weiß schon, du kannst nicht so gut atmen, dann nimm die Masken hoch. Oh, hier ist ein urdunkler Raum. Okay, passt. Ja, davor war ich nämlich auch und da ist links der Todesraum, was du gesagt hast, und rechts geht's auch noch weiter, da bin ich nicht lang gegangen. Also hier, wo ich bin, da ist ein urdunkler Raum mit irgendwelchen Klötzen im Wasser. Du hast gesagt, da stirbt man ja. Was da ausspricht, stirbst du. Hä, aber das ist doch kein Loch, hier, das ist einfach nur... Ah, wo wir sind doch was. Und da hinten geht's auch noch weiter, da ist halt urdunkler Raum. Ja, ich weiß nicht, wo es ein Scherz ist. Alter Michi, ich weiß schon, wie ich den Bug auslöst mit unendlich sprinten. Okay, ich bin gestorben. Ich muss nur sprinten und gegen die Renner, dann sprintest du automatisch. Also da, wo ich gerade bin, das war so ein dunkler Raum, da waren einfach so Würfel im Wasser. Da bin ich gestorben. 5 Meter reingelaufen, war tot. Ich hab nicht mal irgendwas gesehen. Okay. Sollen oder beziehungsweise sollen was anderes. Da hinten geht's noch weiter. Ich hatte die komischen Fratzen oder sowas, ich war einfach tot. Da geht's noch weiter. Ja, ich kann nicht mehr endlich hören. Also nicht, da kannst du eine Füße bauen. Michi, sprint und renn gegen mich. Was? Na, hilft nichts. Oha, bei mir ist gegangen. Nix. Da ist ein dunkler Raum. Ja, da stirbst, oder nicht? Bist du reingegangen, Thomas? Kannst du überhaupt weitergehen? Ich weiß nicht, ich hab Angst. Geh du mit Führer. Yes. Da hat er Angst. Seh nix. Na, dann komm wieder zurück. Okay. Ja, ich hab nicht gesehen, da ist zu dunkel. Okay, da ist nicht weitergegangen. Alter, wir müssten da aus, was ist das für Kacke Raum? Ja, links von dir geht's noch weiter. Ja. Was ist hier? Da ist noch irgendwas. Hä? Was ist das? Ich sehe alles nur noch weiß.
Da vorne ist Exit. Vorne ist was Rotes. Also. Hä? Ich sehe alles nur noch weiß. Und irgendwelche Räume in der Distanz. Was ist das für ein Bug? Eigentlich sollte ich doch den Michi beobachten oder dich. Und ist das Ladebildschirm? Ja. Ja. Was? Nun, das sieht nicht gut aus. Okay. Kommen wir nochmal zurück? Oh! Wir müssen rennen. Wir müssen jetzt die ganze Zeit durchrennen. Ich bin tot. Was soll das denn machen? Wir kommen doch mal zu allen Seiten. Ach du Scheiße. Wie soll man das denn machen? Also irgendwie geht das. Hey, wieso bin ich jetzt schon wieder tot? Ich sehe nichts, bei mir ist weiß Bildschirm. Ja. Ich bin da einfach fest. Was ist das? Du musst einfach nur durchrennen, Alter. Aber alles steht dir im Weg. Aber ich glaube, man kann jetzt unendlich rennen in diesem Level. Ja. Lauf schneller, Mann, du stehst mir im Weg. Und du. End of Mag Tape. Alter, ist das alles. Ich bin hängen geblieben. Ich bin oh Gott, na. Was haben wir denn da jetzt wieder? Oh Gott. Bin sich das Drucken überhaupt was? Nein. Ja, okay, dann lauf. Wieso? Keine Ahnung. Wir müssen Kassetten ersammeln. Alle. Ja, alle. Ah, du musst den Feueralarm aktivieren, dann rennt er hin und ist er abgelenkt. Lenkt Taschenlampen, warte. Kommt gleich zu mir, wenn es weitergeht. Ja, mach doch den Feueralarm, Mann. Mach Feueralarm, Mann, er hält gleich die Michi. Wo ist denn bei mir? Du kannst nicht wegrennen, der sieht dich nicht, nur im Dunkeln sieht er. Was für ein Dunkel, natürlich, mich hat er gerade gesehen. Er stand auf einmal vor mir, hat mich zerpflückt. Okay, ich kann nicht mehr Feueralarm machen, es geht nur einmal so shit. Da liegen noch genug Bänder rum. Michi, zurück! Nein, da liegt noch eins. Ja, er ist gerade zu mir kommen. Jetzt haben wir. Jetzt seid ihr gefickt. Aber jetzt steht die Bänder so im Dunkeln. Ja, wo ist er? Der hat Bänder bei mir. Ja, ja, bei mir ist noch wie viel. Ein. Am Computer steht um, wie viel noch fehlen. Du musst ihn anleuchten, dann geht er weg. Wenn du vorher siehst, natürlich. Also so mindestens habe ich das Gefühl. Dass dann nein, nicht. Genau, da ist noch ein Band irgendwo. Och, da fehlt. Was? Hä? Braucht er 40 Bänder oder was? Da vorne ist auf jeden Fall. Schön, dass er mich umbringt, Schweine. Gab's überhaupt drei Taschenlampen? Ja, jo. Da, von mir, eine liegt da noch. Ja, Schweine, ey. Da liegt auch eine Taschenlampe. Sogar ein Regal liegt eine Taschenlampe. Hey, ich sehe keine Kassetten. Oder? Oh, da. Stickel. Dass da keine Taschenlampe in ein Regal packt. Ja.
Ich bin dort. Ich habe mir gedacht, wegen Anleuchten hilft, der hat dich trotzdem gefressen. Ja, ich dachte vielleicht. Weil vorher ist er die ganze Zeit weggegangen. Naja, viel Spaß, Chris. Ich kann nicht zu Chris wechseln, ich bin immer noch unter einer Leiche. Es hört Ackersetten! Ja, Anleuchten hilft nicht. Ich suche die Kassette, Anne. Anne führt. Vorsicht, der kommt. Links ist er. Michi, ich kann nicht zu Chris wechseln. Ich bin hängen bei deiner Leiche fest. Okay, meine Kamera ist jetzt hinten in der Ecke, bei deiner Leiche. Und deine Taschenlampe schwebt. Ja, kommt immer in die Richtung, wo der andere ist. Es hört auf verfickte Kassetten. Junge, wo ist die? Weiß ich nicht. Er läuft ziemlich schnell, aber. Nur ich check ihn nicht. Durch was wird er denn jetzt vertrieben? Durch was kommt er her? Klären. Da ringt doch schon ab. Ich bin doch geschlichen. Es hört auf verfickte Kassetten, ich finde die nicht. Ich kann so viel Taschenlampen einzahlen. Das über sie. Jetzt du Scheißhund, jetzt rennt er nicht hinten nur mal dumm, rennt zu Michi. Ja, so schwer. Irgendwas hat sich da. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Da hinten. Ja. Irgendwo ist eine scheiß Tür aufgegangen. In der Computer hat sich was da oder nicht? Kannst du den Feueralarm aktivieren oder so, dass es um Feueralarm geht? Kannst ja schauen. Einfach einer, wurscht was ist. Ist doch wahnsinnig. Das war ein richtiges Kotz, aber nur Kotz. Okay, anscheinend geht's auf. Stairway to Heaven. 2. 3. 4. Muss immer mit sein. Jürgen, war ein Zettel, ne? Ein Bild von uns, die Treppe und die Zahl 94. Okay. Sag jetzt nicht, wir müssen bis nur 94 auf. Sehr schnell. Ja, anscheinend schon. So sehr schnell geht das, ich bin schon bei 11. Ja, und du fragst dich, auf welcher Ebene sind Monster? Ich glaube. Ja, naja, die war halt ein bisschen zu arg, und da jetzt mal Monster warten. Wieso muss er auch nur weiterlaufen? Ich meine, ich brauche eine Dosen, weil meine Sanity ist voll im Arsch. Ich habe auf jeden Fall Taschenlampen für euch, mich so ist es ja nicht, aber die droppe jetzt sicher nicht, dass es bringt sie da außerhalb der Karten. Ich bin jetzt bei 12. Kriegst du einen Drehwurm? Ich bin hinter Chris. Alter, ist das ätzend. Boah, ich krieg schon weh von denen. Der Way to Heaven. Das hat man jetzt bis 94 müssen. Ja, aber das steht da, 94.
Und sollen wir jetzt wirklich bis auf 94 hochlaufen, ohne dass Monster kommen? Wie gesagt, wir müssen da Monster ausweichen. Das sprichst du, da kommst du nicht weg. Außer da sind welche, wo du schleichen musst. Und dann rennst du die Treppe hoch und die kommen. Also ich bin schon bei 32, 33. Oh, ich bin ja gar nicht so weit hinter dir jetzt. Ich bin nämlich bei 29. 35, 36. Der rennt ja extra schneller, damit ich nicht aufhole. Ich bin jetzt 33. Ich bin bei 38, 39. Oh. 40, Alter, wie scheiße ist denn das? 41. Das kann nicht dein Ernst sein. Ah, ich bin schon auf 41. Was? Hä? Ja, ich bin schon da. Du hast ein was? 94, ja. 94. Wie ist denn 94? Hä? Wie soll das funktionieren überhaupt von rechnerischen her? Weil wir die Agenten sagen, wir sagen 94. Und was gibt's da jetzt? Ach so, man muss auf die Zahl achten und dann kommt 43. Ich geh mal weiter, ich will gucken, was kommt. Wenn ich sterbe, könnte ja weitergehen. Ja, wo genau müssen wir jetzt aber dann hin? Da bei 94. Das geht ja überall auf. Ja, ich will gucken, bis wohin das geht. Also ich bin jetzt bei 49. Wie, willst du mal aufschauen? Ne, ich weiß schon, wie hoch das geht. Es geht auf jeden Fall ganz aus, ich glaube. Da oben ist Licht. Ich will wissen, bis wohin das geht. Ob hier noch irgendwas kommt. Halt, muss aufpassen, sonst läuft man wirklich bis 94. Oh, ich hab da einen Bug entdeckt. Ich hab die Taschenlampe mit Hand, ich schau ganz oben und ich sehe mit zwei Händen. Aber ich hab die Taschenlampe mit der Hand. Ja, aber bei 94 ist nichts. Ich hab drei. Ich hab. Und da stand aber 94. Ich hab drei Arme. Ja, leuchte mal daher, Chris, ob da irgendwas ist. Ja, warte. Da ist nichts. Geh weiter auf. Ja, und auf dem Zettel stand 94. Was soll ich machen? Ich bin runtergefallen. Bist du nach ganz unten? Bist du gestorben? Michi? Mir geht's gerade so unendlich. What the fuck? Ich bin jetzt 71. Hä? Irgendwie bin ich nicht tot. Ich sehe okay. Also ich sehe einen weißen Bildschirm. Also ich, wahrscheinlich bin ich tot. Ich komme auch. 75. Normalerweise, wenn du so fliegst, hast du die 100 Mal Schäler. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Ja, nicht. Ich bin gerade richtig göttlich geworden. Auf jeden Fall, ich habe drei Hände. Thomas, halt einfach weiter. Hey, jetzt irgendwie langsam nebelig hier oben. Ich geht nicht mehr weiter. Natürlich geht es weiter, ich bin bei 86. Ich bin ganz hoch. Stefan, du hast gewonnen. Jörn, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Idiot. Du bist bei 94 vorbei. Das muss hier oben doch sein. Und wenn hier nur ein Monster ist, irgendwas muss doch hier oben sein. Ich hab drei Hände. Ja und? Ja. Ich sehe nichts, bei mir ist alles falsch. Aber ich bin... Du bist tot, Chris, oder? Ja, bin dann auch gesprungen. Ich bin bei 94. Ja, passiert da irgendwas? Hier ist nichts. Cool. Geht's weiter? Ja, es geht weiter. Ich bin bei 94. Aber man sieht immer weniger, es wird richtig neblig hier oben. Könnt ihr meine Kamera nicht sehen? Nein, nee. Ich hab nur was. Es ist halt einfach so wie die ganze Zeit vorher, bloß urneblig. Aber warum gibt's 94 zweimal? Vielleicht gibt's eine leichte und eine schwere Version oder eine Verarschung. Eins von beiden. Du bist bei 99. Oh nee! Hm? Ist jetzt nach 99 kommt das Unendlichkeitszeichen und danach kommt wieder Unendlichkeitszeichen. Ja, springen wir oben. Von ganz oben, wo du das bist.
ins Loch. Okay. Hey, jetzt kommt Unendlichkeitszeichen. Ja, dann Spieltreppe geht wirklich ins Unendliche, ne? Es kommen nur noch Unendlichkeitszeichen. Ja, vielleicht musst du bei 94 runterspringen, ich weiß es ja nicht. Ich habe den selbst ja, nicht gesehen. 94 runterspringen? Dann springst du bei deinen 94, spring du runter. Ich bin runtergefallen bei 94 und bin gestorben. Also das war anscheinend falsch. Du bist bei 95 runtergeflogen. Ja, dann bin ich halt bei 95 runtergeflogen. Doch, 94, was da nochmal gekommen ist. Jetzt muss ich erstmal wieder ein paar Stockwerke runter. 99. 98. Wir sehen uns auf jeden Fall dann, wenn was passiert. Bis gleich. What the fuck, was das für ein. Schau mal Video wieder an. Das ist ein Zettel. Das war ein bisschen was vor. Ja, seien Sie drinnen, dann schalten Sie das Licht aus. Bevor was? Bevor was die Sperrstunde um 22 Uhr beginnt. Okay, wir müssen auf jeden Fall in der Nähe von einem Haus sein, bevor es 22 Uhr ist. Sonst sind wir tot wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß nicht, wo steht. Das ist doch wie diese eine Serie. Wie hieß die? From oder so? Ist auch so, da ist so eine Stadt. Und die müssen nachts alle im Haus sein, sonst werden die von Monstern gefressen. Ja, aber wo haben wir eine Uhrzeit? Ich hab keine Uhrzeit da irgendwo. Müssen wir das Licht auch abdrehen? Licht ausmachen, hier ist doch gar kein Licht an. Das Licht muss da auch abdrehen. Du schaltest nicht sicher, das. Hier ist doch gar kein Licht im Haus an. Oder da ist ein Lichtschalter da, Thomas. Hä, wo schaltest du das hier? Hier ist doch gar kein Licht an. Oder da oben. Nein, ist nicht an. Ja, aber wir haben keine Uhr, wo sollen wir denn wissen, wann das ist? Ja, weiß ich nicht. Man kann sich im Schrank verstecken. Wo scheint es nicht wahrscheinlich, wo scheint es die Sicherung? Geil, wir waren im ersten Haus drin. Ich glaube, warte mal. Gern. Bisschen neben mir, du Arsch. Es geht auch, es wird dann dunkel. Es geht nicht unter. Ich gehe da auch vorne ins Haus rein. Weil wir ich dachte schon, das Blut an dem Zaun, aber da ist nur kaputt so ein bisschen. Na, es wird schon ein bisschen dunkler. Glaube ich. Weiß ja nicht, ob das jetzt schon Sperrstunde ist oder nicht. Glaub nicht. Ich sehe keine Uhrzeit. Das ist auch ein Problem. Naja, das Problem, was ich habe, ist mit der Sanity. Hallo. Ach, ich habe 40%. Oha, jetzt wird wirklich dunkler. Oh, ich sehe gar nichts. Das ist noch immer höher. Ja, du hast ja eine Helligkeit auch vergewaltigt. Nein, die kannst du nicht vergewaltigen. Die Sonne geht nicht oben. Warum sind hier so viele Häuser? Ja, weil sie verstecken sind. Aber wo sollen wir hin? Na, wahrscheinlich an Ende der Straße. Da hinten. Warte mal, da hinten schwebt was. Wo schwebt was? Da ganz hinten vorn schwebt durch Haus. Ich stirb. Kannst du die Taschen abnehmen? Was ist? Kannst du meine Taschen abnehmen auf jeden Fall. Da ganz vorn in einem. Weil da vorn sich das Ding so ein komisches Schloss, das schwebt. Hä? Ich sehe kein schwebendes Schloss, wovon redest du? Ich schau, ich sehe das vorher werden. Ich nicht. Ach, da hinten ist das. Und jetzt? Ja, ich sterbe auch, es wird nämlich dunkel. Ja, du musst es an dir. Der war unfinst. Ja, aber es wird sehr schnell dunkel, ne? Es wird sehr schnell dunkel. Ich sehe gar nichts. Aber ich werde ihn sehen auf jeden Fall. Der Thomas ist gerissen worden. Ich sehe nicht. Ich dachte, jetzt ins Meine zu kommen, aber dann kam mir so ein Rotauge auf einmal. Das waren vier Rotaugen, war das. Ich sehe nicht mal die Hand vor Augen, ich sehe gar nichts. Deswegen soll es auch eigentlich im Haus sein. Ich bin im Haus. Er ist ein Stück weit oben. Okay. Es ist aber urschnell dunkel geworden, ne? Urschnell. Also wo es dort hingeht, wo die Flügel. Wenn es dunkel wird, zack, war es dunkel. Ich habe keine Ahnung, durch was ich jetzt gestorben bin. Mich ist gestorben, okay. Aber durch was, ich weiß es nicht. Ich muss doch im Schrank rein. So,
Wir müssen also ganz viel, wo der Wasserturm ist. Erst dann geht's los. Dann vergeht die Zeit doppelt so schnell. Nein, die Musik kündigt das an. Weil jetzt macht es einmal dü am Anfang, das ist halt das, und das zweite Mal, dann ist vorbei. Ich höre keine Musik. Du hast ja gesagt, ich kündige das an, du Affennase. Jetzt kann das doch noch gar nicht kommen. Ich habe vorher auch keine Musik gehört, nur so nebenbei. Doch, ich schon. Ich schon. Affennase. Also ich weiß schon, ich gehe da voll ins erste Haus, also ich räume eine und verstecke mich. Also einfach die Straße jetzt folgen, oder wie? Nee, du musst nach Hause, ne? Aber wir müssen ja da hinten zum Schloss, oder nicht? Ja, ey, aber du musst, es wird alles doppelt so schnell, wird, weißt du? Darum musst du immer eins, schwieriger. Achso, ich kann 5. Jetzt fangt's an. Die Sonne geht aber nicht unter. Doch, es wird dunkler. Es ist. Hier wird überhaupt nichts dunkler. Ich höre nicht mehr Musik, gar nichts. Doch, jetzt kommt die Musik. Bei mir ist Musik. Bei mir nicht. Ich bin im Schrank. Solange es nicht dunkel wird, brauche ich nicht einige. Ich bin im Schrank. Die Autos sind offen. Die Autos machen die Musik. Die Autos? Ja. Da unten ist der Michi beim Auto anscheinend. Ja, das ist Manuwasser. Ich habe mir zwei geholt. Okay, die Musik. Ist es dunkel? Wird es dunkel? Die Sonne ist nicht dahin. Okay, das Auto kündigt das aber teilweise an. Michi, da ins Haus rein, danke. Ja, ich geh ins nächste an. Ich hätte mal mehr Wandmarbelwasser nehmen sollen. Wurscht. Was ist mit der Sonne? Aber auf jeden Fall, da vorne sieht man. Ja, ich sehe das Schloss auf jeden Fall. Da müssen wir hin. Na, was ist, geht's jetzt endlich dunkel oder was passiert da jetzt? Spielst bei dir schon Musik, Thomas, oder muss ich ins Haus? Was? Bei mir ist Musik, die ganze Zeit schon. Bei mir ja. Okay. Ich glaube, wenn man Musik ist, geht's noch, aber wenn's man aufhört, dann ist es vorbei. Geht doch sicher mal ins Haus an. Ich weiß nicht, wo der Thomas ist. Ich bin im Schrank in einem Haus. Keine Ahnung, wie viele Häuser ihr schon weitergelaufen seid, aber mir viel zu ist viel das zu riskant. Es ist ja gleich dunkel. Ah, jetzt wird's dunkel, es wird dunkel. Stell mich du schaffst das nicht in deinem Haus, wenn es anfängt dunkel zu werden. Ich bin versteckt unter dem Bett. Versteck mich mal in den Schrank. Ich auch. Ist der bei dieser Uhr, du schaffst dunkel, ich seh nix. Du musst mir das Licht bringen, oder was? Ach, scheiße, ja, das ist nichts auszumachen im Haus. Dann kommen wir nicht. Ich hab Licht angelassen und jetzt? Bei mir war das mit dir, oder? Ja, ich bin im Schrank. Ja, kommen die jetzt rein, wenn das Licht auftritt ist? Ja. Ja, eigentlich sollten es bei mir nicht reinkommen. Eigentlich. Ich hör nichts mehr. Normalerweise drehen sie dir ein, wenn das Licht brennt. Ja, vielleicht sagst du nicht so weit. Die Mucke fängt an. Du bist wieder hell, ich warte noch, bis heller wird. Jetzt ist noch nicht hell, bei mir ist dunkel, oder? Jetzt ist hell. Jetzt kann man wieder rein. Wo seid ihr? Du warst nur Eiswagen? Also ich bin schon weiter vom Eiswagen, aber ich hab die Sanity. Hier geht die Straße in zwei Richtungen. Ich renne einfach gerade aufs Schloss zu. Scheiße, wo ist das Schloss? Ich sehe es von hier nicht. Was ist das? Michi, ich sehe das Schloss nicht. Was mache ich? Ist das so weit vorhin? Ist das so weit vorhin? Ah, da ist das. Ich glaube, ich habe einen von euch gerade gesehen. Ne, ich stirb sowieso gerade wegen der Sanity. Wer ist heute vorne? Ich oder was?
Und ich stirb. Ich sehe da einen, wer ist da? Das wird der Mies sein, weil ich bin gestorben. Ach nee, es war nur ein verpixelter Zaun. Aber du bist genau da, wo ich gestorben bin, das riecht's mir. Die Frage ist halt, wie lange ich draußen bleiben kann, bevor es halt wieder dunkel wird. Sobald die Musik aufhört. Wird's schon wieder dunkler? Nee, ne? Nee, da wäre noch nichts. Du hörst ja die Musik. Du bist in der Nähe noch von so einem Lautsprecher. Da vorne ist ein Auto. So, ich geh mal ins nächste Haus und dann ist Stich. Sobald das Auto zugeht, müsst ihr sofort ins Haus rein. Zu gehen? Die gehen zu? Ja, die Tür gehen zu. Michi, du kannst mal gehen, ich schau aufs Auto. Die Tür von Auto ist zu. Ja. Na, bei mir nicht, bei mir ist es noch offen. What the fuck? Ja, bei mir ist gerade zugegangen. Unter das Bett. Oder Schrank, je nachdem. Ich hab das Licht angelassen. Glaube ich. Mein Thomas ist alles dunkel. Ich sehe doch nichts. Ich sehe außer nichts, nichts. Du musst das Licht, glaube ich, brennen oder was im Haus. Das ist das Sixth nämlich. Ich sehe auch genau Nüsse. Beim Thomas ist alles so finster, ich sehe nichts. Nee, ich sehe auch nichts. Hast du Licht angelassen oder aus? Er hat angelassen. Wer hat es angelassen? Ich sehe aber nichts. Ja, aber es kommt ja auch nichts. Ob an ist oder aus. Es geht aus, es ist Tag. Ja, ich merk's. Also zum Schloss. Du hast das bald geschafft, Michi. Das steht aber irgendwie in der Luft. Ja, da gibt's ein Seil oder sowas. Irgendwas gibt's da. Dann erstmal noch Mandelwasser. Ich hab nichts, ich lieg da hinten irgendwo. Doch, das abgetrennte Gliedmaßen. Na du, Katze? Die hätten so im Haus Sachen einstellen, das war viel gescheiter gewesen. Ich höre die Musik, aber ich sehe keinen LKW. Also das machen die Dings auch. Ja. Also weit auseinander die Häuser. Naja, es soll ja immer schwerer werden. Also der Michi ist gerade da und Thomas geht ins Haus rein, ne? Ich weiß nicht, ob ich es noch bis zum nächsten Haus schaffe. Michi, geh in das Haus lieber rein. Ich glaube, das Sohn geht dann gleich runter. Ich bleib jetzt auch lieber hier. Aber da gibt's kein Haus mehr, wo du jetzt dann hingehen musst. Aber wir hätten da ruhig in die Häuser Sachen einstellen können. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauert, bis die Sonne untergeht. Ja, nicht, das ist es. Du weißt immer die Musik irgendwie in der Nähe haben. Ja, was geht, dann geht das ganz, ganz schnell. Jetzt geht's unter. It's raining in the man. Halleluja, it's raining man. So, jetzt ist er mich in der Nähe beim Schloss, aber da ist kein einziges Haus in der Nähe. Ja, dann muss ich irgendwie raufkommen jetzt. Du musst irgendwie schauen, dass du unter das hinkommst und schau, ob vielleicht irgendwo was bei oder so. Ich habe eine Tür gehört bei mir. Bei mir ist einer drinnen. Na. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe alles, ich bin ja verknüpft. Die Tür ist bei mir zu bei dir. Aber ich habe in deinem Viech mir gehört, ich bin ja nicht blind.
Jetzt schau das hier wieder auf. Das ist jetzt Wichsertür, so. Da muss irgendwas sein bei deinem Hügel rum. Wir sehen Saul. Ah, oder das ist Saul. Da sieht man einen dünnen Faden vom Strich. Aber es muss doch irgendwas anderes, glaube ich, geben, wo man noch hin kann, oder? Nein. Also da gibt's nichts außer der Eisame. Lauf, Johnny, lauf! Vor allem wird's finster. Was, wird finster? Nein, ich hab gesagt, auf einmal bevor er tut, das wird's finster und er wird gefressen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Welcher Johnny? Gibt ja auch einen Johnny Rico. Ich glaube, ein Haus weiter schaffe ich noch. Ja, da ist wohl der Michi nämlich drin. Achso, der ist gleich beim Schloss. Er ist schon beim Schloss oben. Oben? Ja, es ist, er hat das selber benutzt. Ich schaff das aber nicht mehr, glaube ich. Nee. Du musst noch einen Tag warten. Was ist denn eigentlich hier oben in den Räumen? Nix, das ist alles zu. Bin ich jetzt weg? Oder die kommen da nachts raus aus diesen Räumen da. Okay, jetzt bin ich jetzt weg oder was ist passiert? Ich sehe nämlich nur schwarz. Ich sehe auch nur schwarz. Cool. Kann auch nichts verstehen. Das ist jetzt echt Stern. Nein, aber hier sehe ich besser, ob es dunkel wird. Ich sehe nur noch Spaß bei mir auf jeden Fall. Gut, ich würde mal sagen, ich beende den Part an der Stelle. Und wir sehen uns dann nachher. Bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.